Nummer 8. Vivace. Fein und geschwätzig. Wieder einmal erfolgt ein Kontrast zu dem Schwermut des siebten Stückes. Dieser Satz ist schon verspielt. Und bringt einen Eindruck von einem geschwätzigen Marktplatz mit. Ähnlich wie beim zweiten und dritten Satz ist das rhythmische Motiv der Trocheus prominent vorhanden. Und treibt das Geschehen vorwärts. Im Mittelteil bringen dann häufige Modulation zusätzlich Dynamik rein, wobei der Rhythmus für die Kohärenz sorgt. Insgesamt erweckt das Stück einen Eindruck eines Intermezzos, was sehr gut zu der Gesamtdramaturgie der Suite passt. Auch hier fällt es auf, dass die Phrasen nicht quadratisch sind und nicht immer den Taktstrichen gehorchen, sondern ein neuer Gedanke fängt inmitten des Taktes an und wird mit einem Sforzato markiert. Ähnlich hat wohl Beethoven beim Dirigieren seine Orchestermusiker verwirrt, wo er eine unbetonte Zählzeit plötzlich mit einem Schlag abwärts so betont hat und die damalige Musiker völlig aus dem Kontext gebracht. Ja, hier, wie möglicherweise bei Beethoven auch, ist das Resultat, dass die Phrase asymmetrisch bleibt und kapriziös, wie in der Fantasie überhaupt. Ein Feuerwerk der Eindrücke und Einfälle. Eine Freude pur.